oder was? Natürlich! Ja, was denn, wenn ich erzähl? Ja, genau, was? Wir auch Probleme haben. Ich hab Angst, mit der Mutter zu sein spät, dass mein Kind weggenommen wird. Hast du keine Angst? Doch, ich hab Angst vor dem Tod und vielleicht nicht mehr zu existieren. Wovor hast du denn Angst? Ja, dass ich vielleicht später versage und meine Familie und Freunde einfach mich verlassen und dass ich einsam bin oder irgendwie so ein Scheiß. Als ich dort ankam, sagten die Ärzte zu mir, mein Freund würde im Koma liegen und er wird es nicht schaffen. Ich weinte und wollte mich von ihm verabschieden. Als er nach 2 Tagen starb, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Zuerst wollte ich mich selbst umbringen, aber ich wusste, dass das mein Problem auch nicht lösen wird. Ich wollte Hilfe von meinen Freunden und von meiner Familie, aber sie konnten mir keine Hilfe geben. Meine Mutter meinte, ich solle zu einem Psychologen gehen, der könne mir helfen. Der Psychologe meinte zu mir, ich solle mich mit dem Tod vertraut machen, denn es kann immer sein, dass jemand aus meiner Familie sterben wird. Jede Woche gehe ich an seinem Grab und lege dort Blumen und spreche ein Gebet. Wenn ich an die Zeit vor dem Busunglück denke, werde ich traurig. Ich fand diese Zeit wunderschön, doch nun ist sie vorbei.